Was? Ah, na gut, ein bisschen höher. Da ist aber noch was. Ah, ne? Ach, fuck. Hat der Ender komplett über Essen geredet? Jetzt krieg ich Hunger. Schämt er sich denn gar nicht? Aber eigentlich frage ich mich, ein Kumpel wollte eigentlich vorbeikommen, aber irgendwie, oder er wollte um 10 Uhr, ja, mittlerweile schon 5 nach 10. Ich hab mal ein Bildchen drin, wie nice ist das denn? Aber interessant, Bild ist drin. So. Kann man eigentlich direkt mitnehmen, oder? Neues Rezept. Ja, ich verkack das mit. Das ist voll cool. Du machst den unteren kaputt und die explodiert nach oben hinweg. Okay, super. Aber was ich immer noch nicht gefunden habe, Schafe. Da unten ist mein komischer Klotz. Da hinten ist zumindest Wasser. Aua! Blöder Kaktus. Da sind Steine. Wir gehen mal da runter und schauen uns mal die Ecke da unten an. Lachse. Was für ein Lachse? Okay. Und natürlich Quallen. Wir laufen mal ein bisschen um die Ecke und schauen mal, was unsere Umgebung so zu bieten hat. Also ich finde es gut, dass wir hier ein Wüstenbiom haben. Lachse? Was für ein Lachs? Wow. Ah ja! Die Nachbarn. Okay. So, und dann geht's erstmal weiter. Ein Hase. Ein Hase. Die kriege ich auch noch. Schwimmen, schwimmen. Also hier ist ein riesen Wüstenbiom. Okay. Auf der Seite. Das heißt also, Material ist genug vorhanden. Aber ich habe noch keinen Tempel gesehen, oder? So komische Geräusche. Geräusche, die ich nicht hören will. Die macht mir Angst. Die macht mich anders. Also ein bisschen ruckeln tut die Snapchat-Version. Ah, hier haben wir Papyrus. Vielleicht sollte ich die sich vielleicht nicht so weit machen. Aber sollte der Rechner eigentlich weg können. Ah, okay. Hier haben wir Tundra-Gebiet, oder wie immer das heißt. Aber auch hier sind keine Schafe, oder? Aber viele Blumen und so. Also, ich finde es schon mal gut, dass wir sämtliche Biomen... Jetzt fehlt mir noch ein Schneebiom. Aber Schnee haben wir da oben auf dem Bergen gehabt, habe ich, glaube ich, gesehen. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ein bisschen Holz mitnehmen.
Oh. Ihr seid mir auch viel zu weit weg. Töten euch. Upp. Ey, ey. Bleib stehen. Ich will doch nur dein köstliches Fleisch haben. Ich will doch nur dein köstliches Fleisch haben. Danke. Das ist nämlich auch Handelsmaterial. Bei den Händlern. Ein bisschen Holz nehmen wir mit. Holz können wir gebrauchen. Wir wollen ja auch mal irgendwann unsere Hütte voll kriegen. So. Klar werden wir natürlich auch vor unserer Hütte Holz anbauen. Also Bäume anbauen, Holz anbauen. Ja, wir bauen Holz an! Den Baum, nee, Baum nicht, aber Holz, den Baum an! So, was haben wir hier? Also echt Schafe, das ist so echt eine Mangelware hier in dem Spiel, kann das sein? Ey, hast du Lachs gesehen? Ich bin Lachs. Ich bin doch nur Lachschmier. Komm her. Komm her. Die haben ja eine Hitbox jetzt mittlerweile. Verdammt. Kann man die gar nicht so töten? Nein. Okay, ich krieg keine Lachse, wenn ich sie so töte. Wie frech. Hier ist aber auch Kohle. Das ist gut. So, jetzt muss ich gleich nur unbeschadet irgendwie nach Hause kommen. So, das heißt, wir packen unser Schwert aus. Wo war das jetzt? Irgendwie ein komisches Vieh. Schon wieder Mückensaison. Den Ost-Texas? Ne, Quatsch. Irgendwie so ein komisches Vieh gerade mir ins Gesicht geflogen. Das ist so der Nachteil, wenn man auf dem Land wohnt. Okay. Hallo, Herr Nachbar. Ich gehe dann schon mal. Ich weiß, Sie haben Probleme, aber... Ja, ich geh mal. Oh, was ich am meisten hasse in diesem Spiel sind diese Creepers. Am liebsten würde ich so eine Option haben, wo ich einfach Creepers ausschalten kann. Weil ich mag diese Viecher nicht. Ja, die müssen wir haben. Weil da war ein Leck. Was? Fledermaus. Alles klar. Schatz, ich bin wieder zu Hause. Ach, ich habe ja keine Frau. Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster. Was? Fick dich. Na gut. Da machen wir halt erstmal hier so. Ein bisschen Holz wieder mal. Tipp. Und tipp. Was kann man denn damit machen? Ich glaube, die kannst du nur verbrennen, ne? Okay.
So, was ist das denn? Ach, Laternen. Was muss man dafür haben? Eisenklumpen? Eine Fackel. Cool. Eigentlich kann man mal Laternen bauen. Oh, das habe ich. Das ist so eine Funktion, die habe ich mir schon so ewig gewünscht. Ohne Witz. Laternen sind so. Ach. Jetzt ist nur die Frage, kann man die Laternen auch irgendwo hinhängen oder auch hinstellen? Oder muss man die in der Hand halten? So in der linken Hand sozusagen die ganze Zeit so. Und ja, Schmiedetisch. Und dafür haben. Aha. Okay, wir bauen uns mal einen Schmiedetisch. Machen wir jetzt hier so. Das hat er gesagt, brauche ich. Und dann brauche ich. So, also. Bam. Map. Einfach nur mal gucken, was er kann. Schauen wir mal rein. Okay. So viele wollt ihr nicht. Ich bin das wieder. Okay. Und was kann man da jetzt mitmachen? Okay, das Ding ist anscheinend noch nicht implementiert. Also man kann es hinsetzen. Ja, man kann es bauen. Ja, aber du kannst damit nichts machen. Schade. Wir essen mal einen Apfel. Bam, ich habe was gehört. Jo, moin. Da habe ich ihn angeschrieben, den Jungen. Da bin ich schon wahrscheinlich eine Stunde dran, oder? Ich muss mal gerade hier. Gib mir mal einen Moment. So, machen wir hier noch mal weiter. Also, das da, das war Ressourcenverschwendung. Alles klar. Alles klar. Also man sollte auch klar richtig schreiben, nicht Karl. Ey, alles Karl. Nee, alles klar. So. Sollte mal wieder in die Mine gehen. So, packen wir alles mal hier so rein, was wir irgendwie finden. Ja, warum habe ich den doppelt gebaut? Verdammt. So, Glas ist fertig, dann machen wir hier mal brutze Dinger. Komm jetzt gleich, mach mich eben nur frisch. Es reicht aber, wenn du erscheinst. Mein Wirbel. Wirbel ist reich, wenn du erscheinst. Komm doch nicht. Es reicht, wenn du erscheinst. Wo bist du denn? Erscheinst. Mein Süßer. So. So, und dann war irgendwie. Ja, bitte. So. Okay, so. Ah, wie konnte man denn jetzt das Glasscheiben rausmachen? Hei, hei, hei. Entschuldigung. Eieiei. Ich schreibe hier auch noch Süßer mit ohne S und nenne es einfach nur noch Üzer. Ah, ja, der Karl. Okay. Oh, Alter. Ach. Jetzt mal gucken, Bildschirm hat Flecke. Nee. Sind eigentlich die Dinger richtig drin? Nein, gerade gucken, rechts, links, ja. Neue Rezepte.
Also. So, wir brauchen mal eben das Ding. Ah, ich habe das Ding wieder so tief in die Ohren gedrückt. Ach, göttlich. Ich sag ja, ich bin immer so einer, der auf- und abbaut und wieder aufbaut und wieder abbaut und hast du nicht gesehen? Ich habe einfach keine Ideen, wie ich was baue. Was mich stört, ist halt das Ding jetzt. Na gut. Wir machen uns jetzt erstmal hier ein Fenster rein. War ja klar, dass das Ding kaputt geht. Okay. Oh mein. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, die müssen wir auch noch wegmachen. Dann haben wir ein schönes großes Fenster genau in der Mitte. Oh, die Villager da unten. Die laufen alle weg vor Panik. Guck mal, die haben voll Angst. Haben da schon einen Golem rumrennen und der tut nichts. Das Ganze machen wir natürlich auf der anderen Seite auch später. So. Jetzt können wir wenigstens beobachten. Hey. Guckt euch dann an, die Zombies voll, wie die Zombies den Villager folgen. Reitet ein kleiner Zombie. Tatsache! Geil! Da reitet ein kleiner Zombie, reitet auf so ein auf ein Hühnchen. Moment. Ja, nein. Aua! 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 Ah, ah, aua! Aber das sah so süß aus. Ach man, warum habe ich denn so viele Monster hier vor der Tür? Also eine Stunde sind wir dran. Okay. Autsch. Ja, gut. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir auf der anderen Seite auch den Creeper wieder. Autsch. Aha. Jetzt vorher. So. Jetzt habe ich einen Bogen. Schön. Du, 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 du